Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von HTX Weekly. Ich musste gerade kurz überlegen, wie ich es jetzt nenne. Oder vielleicht könnte man auch sagen Express LRS Weekly oder Schaltenmodule Weekly. Das wäre vielleicht der richtige Name. Ja, ihr seht vielleicht im Vergleich zu der letzten Folge über die Schaltenmodule, dass diese Testplatine, diese hier verschwunden ist und stattdessen eine ja, endgültige oder hoffentlich endgültige Platine hier angeschlossen ist an den ELS-Empfänger. Die Platinen sind gekommen. Hat ja ein bisschen länger gedauert. Eine habe ich jetzt mal testweise bestückt und juhu, es waren jetzt erstmal keine Fehler drauf. Das funktioniert also so. Genau. Der Drahtverhau hier ist natürlich noch notwendig. Ich habe hier noch eine Testplatine drauf. Das wird später mal so etwas hier. Also eine davon, das ist nochmal eine Crossfire oder CRSF-Verteilplatine. Da kann man also jetzt hier vier Geräte oder vier Schaltmodule beispielsweise anschließen. Man erahnt, dass das hier so Steckplätze sind. Und die kann man auch kaskadieren. Ja, wie gesagt, so dass man bis zu 256 von diesen Modulen hier verwenden kann. Wird zwar kein Mensch brauchen, aber anyway. Ihr seht auch, dass hier noch so Prüfkabel angeschlossen sind. Die Stecker oder die Buchsen vielmehr, die hier aufgelötet werden sollen, die sind in dieser dreipoligen Variante leider noch nicht da. Die sehen in etwa so aus. Diese sechspolige ist nur zum Programmieren nötig. Die wird also später gar nicht drauf sein und ich habe mich dazu entschlossen, keine normalen Servostecker, also wie dieses hier, zu verwenden, einfach um es unverwechselbar zu gestalten und natürlich auch, weil Radio Master diese Stecker hier auch an beispielsweise diesem ER8 verwendet. Das ist die Steckerserie JST-GH mit einem Abstand von 1,25 mm. Und diese Dinger haben so eine kleine Lasche hier. Das fand ich ganz spannend. Das ist sozusagen eine Zugsicherung, sodass das nicht rausfliegt. Und man muss also diese Lasche hier betätigen. Dann kann man den Stecker erst rausziehen. Und genau so eine dreipolige Variante kommt dann hier drauf. Ja, die Anschlüsse sind aber traditionell, also die Anschlüsse für die Schaltausgänge sind aber traditionell mit den dreipoligen Steckverbindern dann ausgestattet. Habe ich noch nicht aufgelötet. Das, was hier aufgelötet sind, sind die LEDs und das werden wir jetzt mal gucken, wie das funktioniert. Genau, ja, am besten schalten wir das erstmal ein. Dann geht der Empfänger an und bindet sich dann hoffentlich jetzt auch. Das hat er jetzt getan. Genau, hier ist einfach eine Status-LED, die in Gelb, die blinkt jetzt hier. Mal gucken, das ändere ich sicherlich noch. Muss ja nicht so blinken. Ist vielleicht ein bisschen nervös. Ja, dann haben wir das Widget. Daran hat sich eigentlich nichts geändert. Da haben wir dann die acht Schaltfunktionen. Davon sind drei jetzt hier beschriftet. Die anderen haben eine Standardbeschriftung. Das kann man alles ändern. Das kann man einstellen. Wenn wir hier irgendwas einschalten, dann geht die LED hier an. Ja, und wie beim letzten Mal auch schon gezeigt, kann man natürlich auch physische Schalter dafür verwenden. Ich weiß gar nicht mehr, welche ich hier alle benutzt habe. Den zum Beispiel auch hier. Ja, soweit. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Es geht jetzt eigentlich mehr nochmal um die Konfiguration. Das ist immer das Spannende bei der ganzen Geschichte. Mein Credo ist es ja, dass man das alles über den Sender machen muss, können muss im laufenden Betrieb. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, auch dieses Express-LRS-Skript hier zu verwenden, was sowieso jeder hat oder jeder benutzen muss, der Express-LRS verwendet. Deswegen starten wir das jetzt mal gerade. Wir kriegen hier das Menü von dem Sendemodul. Allerdings alle anderen angeschlossenen Gerätschaften werden auch angezeigt. Wenn man hier unten auf Other Devices einmal geht, dann sieht man die hier. Wir sehen einmal den Empfänger, den ER8. Der interessiert mich jetzt aber wenig. Mich interessiert mein Multiswitch-Modul, Multiswitch E. E steht für Express LRS. Und dann steht da Add 0 an der Adresse 0. Dem habe ich die Adresse 0 hier verpasst. Deswegen erscheint das hier.
Wie gesagt, über diesen Bus könnte ich dann erstmal 4 oder bis zu 256 dann anschließen. Ja, das Menü von dem Multiswitch kommt dann auch. Dauert ein bisschen im Übertragen, weil es relativ viele Einstellmöglichkeiten hat. Nehmen wir jetzt mal, Ausgang 2 hier. Ist aber für alle Ausgänge dann das Gleiche. Man kann beispielsweise hier PWM einstellen. Das ist ganz hilfreich, wenn man LEDs dimmen möchte oder beispielsweise Motoren hat, kleine Motörchen, die mit der vollen hier angelegten Spannung nicht zurande kommen. Dann kann man hier PWM-Modus einschalten. Meinetwegen mit einem Tastgrad. Ich mache jetzt einfach mal 10% irgendwas zum Wählen. Und man kann also auch hier dann das einfach mal testen, indem man das jetzt hier anschaltet. Genau, weil das Multiswitch-Widget, was ich euch gerade eben gezeigt habe, das läuft ja nicht, oder besser gesagt, es läuft überhaupt kein Widget, wenn so ein One-Time-Script gestartet wird bei HTX. Und deswegen habe ich diese Testfunktion hier nochmal dazu gemacht. Ja, und dann kann man hier meinetwegen mit dem PWM-Grad spielen. Man kann es heller machen. Ich gehe jetzt mal auf, ja, hier fast 50%, dann wird es heller. Oder. Ich habe noch eine Exponentialfunktion dazu gemacht, denn wenn man auf 1 zurückgeht, gerade bei LEDs ist das so, dann glimmt sie halt immer noch. Müssen wir vielleicht mal ein bisschen anders so. Im Video sieht man das jetzt nicht so doll, aber sie leuchtet doch noch relativ hell bei 1%. Deswegen kann man da auch noch eine Exponentialfunktion draufgeben, wenn man will. Genau, man kann das PWM natürlich wieder ausschalten und dann auch hier auf Off gehen. Man kann auch jetzt hier mit ohne PWM einschalten oder man kann eben diese Blinkfunktion aktivieren. Sagen wir mal eine Zehntelsekunde an und 5 Zehntelsekunden aus. Und jetzt teste ich das wieder, indem ich das hier einschalte. Dann sieht das so aus. Genau, wenn ich jetzt, das mache ich jetzt einfach, das lasse ich einfach mal auf an. Wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann bleibt dieses Blinken. Wenn ich jetzt aber dieses One-Time-Skript, dieses Express-LRS-Skript komplett verlasse, dann startet sofort das normale Widget wieder und setzt alles auf 0, sofern ich denn in diesem Widget alles ausgeschaltet habe. Jetzt hatte ich, glaube ich, bei Ausgang 2, also bei der Nummer 3, hatte ich das Blinken parametrisiert und das ergibt sich dann auch, wenn ich hier einschalte und bei dem anderen. Es ist eben so ein steady, dauerhaftes Leuchten. Ja, das sind so die Funktionen, die man damit machen kann. Richtig, also fassen wir nochmal zusammen. 8 Schaltfunktionen mit PWM, mit Intervall. Und man kann eben bis zu 256 von diesen Modulen anschließen. Dazu braucht man dann aber so einen Verteiler. Das ist hier ein Vierfachverteiler, kann man kaskadieren, bis man dann seine 256 von mir aus, wenn es dann unbedingt sein muss, zusammen hat. Es wird noch eine andere Verteilerplatine geben, das habe ich mir später überlegt, denn das werde ich nochmal vergleichen in einem Video. Das ist jetzt alles ein bisschen viel auf einmal. Es gibt einen gewissen Nachteil dieser Platine und einen Vorteil von der anderen Platine. Das erzähle ich dann zu gegebener Zeit dann nochmal. Okay, soweit erstmal an dieser Stelle. Und genau, die Platine, also das Platinenlayout, ist mittlerweile schon auf meiner GitHub-Seite zur Verfügung. Wie gesagt, es hat jetzt nach jetzigem Stand keine größeren Fehler. Ich werde es wahrscheinlich dann auch so lassen. Und die Software, die muss noch ein bisschen poliert werden.
Das kommt dann später auch auf die GitHub-Seite, sodass jeder sich das dort herunterladen kann und auch die Platinen entsprechend produzieren lassen kann. Ja, perfekt. Das war's. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ciao.